Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Star Wars, The Old Republic, Imperialer Agent, beziehungsweise Herr Scharfschütze. Commander, jemand hat an unseren Nahrungsbereitern herumgespielt und ich schätze, es war dieser C2-Droide. Er war sogar an Bord einiger Schiffe. Das Letzte, was unsere freien Mitarbeiter brauchen, ist jemand, der ihnen vorschreibt, was sie zu essen haben. Es wundert mich sowieso, dass dieser Droide sich noch nicht den einen oder anderen Blasterschuss eingefangen hat. Was war das gerade? Sprich mit Admiral Ego. Was ist das da? So eine Quest, Datenpad. Ah, jetzt dürfen wir das auch wieder machen. Auch wieder 20 Kristalle und natürlich auch wieder schöne Credits, die ich auch wieder gebrauchen könnte. Denn ich bin fast pleite. Ja, das finde ich geil mit dem Datenpad. Zwar mehr oder weniger geschenkte Belohnung, aber trotzdem finde ich es geil. Und ich wollte sowieso mal wieder zurück zu meinem Schiff eigentlich. Den gehen wir nachher bei der nächsten Mission mit mir machen. Weil erstmal das hier in der Basis zu Ende. Mit dem C2N2. Wir müssen diesen Protokolldruiden endlich zur Vernunft bringen oder abschalten. Nein. Er hat die Kaserne mit Kissen ausgelegt. Außerdem die Polster auf fast allen Stühlen durch so ein ultraplüschiges Zeug ersetzt. Das ist in einer militärischen Unterkunft höchst unpassend. So geil. Vielleicht dachte sich der Druide ja, dass eure verweichlichten republikanischen Soldaten noch entsprechend welche Kisten brauchen. Immerhin bekämpfen wir den Feind, statt uns gegenseitig umzubringen. Das solltet ihr auch bei Zeiten ausprobieren. Dann gewinnt ihr vielleicht zur Abwechslung mal einen Krieg. Vielleicht so fies. Ich hab den Druiden doch befohlen, das zu machen. Er ist nicht schuld, ich bin schuld. Wenn dann schon. Ja gut, ich gebe auch mal mir die Schuld. Das ist mal was, das du hier macht, denn klar, da müssen wir in Susanna Rey. Hatten wir den hier nicht sogar hier im Fenster? Oh, wir dürfen sogar alle Gefährten holen. Das ist nicht geil. Alle die beiden nicht, schade. Was denn sonst dürfen wir alle Gefährten nehmen? Ich weiß aber gerade gar nicht, welcher Gefährte jetzt gerade aktiv ist. Ah, gar keiner. Dann hole ich doch mal. Wen hole ich denn mal? Komm ich um mal Wette. Ich mag Wette. Wette die Fette? Nee, nein. Tut gut, sich mal die Beine vertreten zu können. Ich weiß zwar nicht, wie du reden kannst, ohne dass du da bist, aber es geht halt. Du kannst es. Die Enklave riecht seltsam. Wir glauben, C2N2 versucht zu helfen. Versucht er auch. Bitte beendet diese Irritationen. Warum? Bitte den Komfortstatus bricht dann C2N2, okay. Moment, ich hätte doch vorhin noch in der letzten Folge, vor zwei Folgen, glaube ich, in der letzten Folge? Nee, in der letzten Folge. Hätte ich ja eigentlich auch die Schnellreise nehmen können, fällt mir gerade mal so auf. Ja. Aber das heißt ja, aus Fehlern lernt man. So, erstmal wieder zu C2N2 zurück. Herrin, wie wurden unsere Komfortverbesserungen aufgenommen? Gar nicht gut. Du hast es geschafft, jeden einzelnen von ihnen zu verärgern. Oh nein, das war sicher alles meine Schuld. Ich kann mir nicht helfen, so wurde ich programmiert. Zum Glück habe ich noch genug Komfortvorräte, um es noch einmal zu versuchen. Bitte helfen Sie mir dabei, das Problem zu beheben. Okay, kannst du mir nochmal sagen, welche Optionen wir haben? Ich habe keine Zeit dafür. Wo sollen wir die modifizierten Nahrungsbereiter-Kontrollchips einsetzen? Keine Ahnung. Sie sind einfach wie gemacht für Dr. Ogorup. Installieren Sie im Forschungslabor. Hylo und unser Logistikteam werden Sie sicher zu schätzen wissen. Installieren Sie sie im Unterwelt. So, Nahrungsbereit. Ich pass mal. Jawohl. Wo sollen wir die abgepackten, unverderblichen Mahlzeiten einsetzen? Ach, ich mach wie mal. Sie meinen. Wo sollen wir die zusätzlichen Sitzpolster einsetzen? WTF, mach mal ja, sofort. Dann bliebe also der alderanische Nektar für Sana Ray und die Machtenklave. Hört sich gut, dann machen wir es so. Warte noch mal von vorne, ich habe es mir anders überlegt. Ausgezeichnet. Ich beginne sofort mit der Arbeit.
Hoffen wir, dass wir dieses Mal alles richtig verteilt haben. Bitte wenden Sie sich nochmal an die Spezialisten. Ich warte gespannt auf Ihre Rückkehr. Was ist das für eine komische Quest, Alter? Das nervt ja mega. Sprich mit Dr. Ogorobo. Nee. Das wird eine Kack-Quest. Ich mag diese Quest irgendwie nicht. Das ist wieder so eine Quest, die mag ich einfach nicht. Sowas hätte nicht sein müssen. Ich werde natürlich versuchen, mein Bestes zu geben. Admiral Aego tut alles, was er kann. Scheiße, falsch. Aber mit den wenigen Ressourcen. Wenn das jetzt auch falsch ist, dann breche ich die Quest ab, weil ich habe da echt keinen Bock drauf. Ich versuche jetzt nicht alles auszuprobieren, was geht, weil das ist auch ziemlich nervig. Humano, sag diesem verdammten Protokolldroiden, dass ich ihn verschrotten und seine Einzelteile für Experimente nutzen werde, wenn er noch einmal einen Fuß in meine Nahrungshangar setzt. Kalorienarme Nahrung? Ta, was für eine Ignoranz! Erkennt ihr nicht, dass Nahrung der Treibstoff der Kreativität ist? Dieser vorwitzige, geschwätzige, kleine, gemeine Nerven. Wo ist mein Drehmomentschlüssel? Ich muss wieder ins Gleichgewicht kommen. Ja, wie soll ich das denn machen? Steht das jetzt, weil ich irgendwie was? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wie welche Reihenfolge ist. Wenn das jetzt auch falsch ist, dann breche ich die Quest ab, weil ich hab da echt keinen Bock drauf. Vielleicht wisst ihr es ja, bitte schreibt es in die Kommentare. Ich werde die Quest erstmal noch drin. Ich werde sie nicht komplett aufgeben, weil ich sie nämlich nicht mehr annehmen kann, aber ich werde sie erstmal ausblenden und werde erstmal einen Finder finden machen. Hoffentlich ist es nicht so bescheuert wie das hier. Also diese Quest mag ich gar nicht. Hey Commander, möchtet ihr ein Sandwich? Dieser C2-Droid ist gerade vorbeigekommen und hat uns eine Kiste mit abgepackten Mahlzeiten gebracht. Sie sind sogar ziemlich lecker. Der Droide kann tatsächlich kochen. Und sie sind alle gut verpackt. Unsere Piloten können sich immer was mitnehmen, wenn sie losfliegen. Vielleicht habe ich den Droiden falsch eingeschätzt. Richtet ihm doch unseren Dank aus, ja? Okay, das hört sich richtig an. Das habe ich mir gerade mal aufgeschrieben, dass ich das weiß. Für später. Vielleicht sollte man nicht jedes Mal gegen diese Sitze rennen. Vielleicht habe ich es ja diesmal vielleicht richtiger gemacht. Hoffentlich muss man das jetzt nicht jedes Mal neu auswählen, weil das finde ich dann ziemlich blöd. Also was ich für den Dr. Ogrup machen muss, weiß ich aber nicht. Hoffentlich sind zwei falsch, weil dann kann ich nämlich genau in einer anderen Reihenfolge machen. Also der erste war schon mal falsch, der zweite war richtig. Warte, ich bin falsch, scheiße. So oben. Gibt es da hier irgendwann eine Gleiternavigation 4? Hoffentlich. Commander, wir müssen diesen Protokolldroiden endlich zur Vernunft bringen oder abschalten. Außerdem... Okay, das sehe ich jetzt schon, dass das falsch ist. Ich wollte jetzt mal nichts sagen. Ja. Das dritte war so auch falsch. Toll. In welcher Reihenfolge habe ich das jetzt gerade überhaupt gemacht? Habe ich das wirklich von oben nach unten gemacht? Die Enklave riecht seltsam. Wir glauben, C2N2 verritte beendet. Okay, jetzt ist also auch falsch. Also auch falsch. Von den Cookies. Ich muss übrigens gerade mal überlegen, wie viel es so gibt. So viel. Ja, Mensch, da fällt die wieder gleich runter. Ich glaube, ich gucke mir jetzt gleich das Video nochmal an und guck mal an, was ich heute gerade ausgewählt habe. Ich habe es wieder vergessen. Ich hätte sogar schneller nehmen können, aber jetzt bin ich eh schon fast da. Die Quest ist doof. Die Quest mag ich nicht.
Ich versuche jetzt, ach komm, ich versuche jetzt weiter. Ich hab Bock auf die Quest bekommen irgendwie. Die wollen wir nicht gleich aufgeben. Habe ich ja bei dem Moorhund-Level auch damals auch nicht gemacht, beim Moorhund-Schatzjäger 3. Trotzdem wäre ich jetzt hier nur... So. Also bisher war einer, also einer war richtig. Herrin, wie wurden unsere... Die Reaktionen waren gemischt, einige waren zufrieden, andere nicht. Ich habe keine Zeit dafür. Oh, ich verstehe. Nun, wenigstens waren wir teilweise erfolgreich. Ich glaube, wir können noch besser werden. Es muss einfach einen Weg geben, alle zufriedenzustellen. Zum Glück habe ich noch genug Komfortvorräte, um es noch einmal zu versuchen. Bitte, helfen Sie mir dabei, das Problem zu beheben. Okay. Wo sollen wir die modifizierten Nahrungsbereiter-Kontrollchips einsetzen? Also es war ja nicht bei der 1. Okay, das wird gespeichert, okay. Jawohl. Wir wissen bereits, dass Mistress Viz die Fertiggerichte für ihre Crews sehr schätzt. Wo sollen wir die zusätzlichen Sitzpolster einsetzen? Sitzpolster. Ich weiß, man zu verschossen. Ja, sofort. Dann bliebe also der alderanische Nektar für Sana Ray und die Machtenklave. Ich glaube, der wird zwar jetzt falsch. Na, hör nach vorne, bitte. Wo sollen wir die modifizierten... Ja, sehr gut. Wo hab ich die jetzt gerade gemacht? Die Nahrungsbereiter-Dinger habe ich hier gerade... Mach ich da jetzt mal dran. Jawohl. Wo sollen wir die zusätzlichen... Sitzpolster. Das? Ja, sofort. Dann bliebe also der alderanische... Hört sich gut an, machen wir es mal so. Ausgezeichnet. Ich beginne. Hoffen wir, dass wir dieses Mal... Ja. Okay. Stand da jetzt gerade abgeschlossen? Zweimal? Ja. So. Mal gucken, ob wir es diesmal richtig haben. Ja, ich müsste ja mindestens einseitig richtig sein. Wenn ich jetzt nochmal alles falsch habe, dann bin ich ja echt dumm. Aber das ist nämlich hin und her gerannt und nervt ja auch. Gehen wir erstmal zu Dr. Ogrup, da müssen wir sowieso erstmal hin. Das ist scheiße. Wenn ich jetzt wieder falsch habe, dann schneide ich mir den Arsch ab. Nein, natürlich nicht. Entspannt. Nein, natürlich nicht. Ich mach's natürlich nicht. So. Ich sag, das ist diesmal richtig. Ich habe keinen Bock mehr auf die Quest. Könnt ihr mir sagen, was dieser Protokolldroide am Umluftsystem des Labors zu schaffen hatte? Dieser göttliche Duft. Ist das alderanischer Nektar? Ja, Aromatherapie. Aber natürlich. Den Geist inspirieren, indem man die Sinne inspiriert. Dieser Droide könnte diesmal sogar eine brillante Idee gehabt haben. Oh, ja. Ich muss etwas erschaffen. Ja, das hat sich mal sehr richtig angehört. Die 1 kann ich jetzt auch mal abhaken. Moment, das war jetzt hier oben, oder? Ich bin jetzt hier den Weg schon das 50.000. Mal gefahren und weiß immer noch nicht, in welche Richtung ich genau muss. Die Quest mache ich jetzt in der Folge noch zu Ende, dann beginnen wir in der nächsten Folge mit der nächsten Quest. Einen Finder finden. Commander! Dieser C2-Droide hat gerade etwas Erstaunliches gemacht. Er hat die Nahrungsbereiter in unserer Kaserne modifiziert und so die Nährwerte aller Produkte optimiert. Vielleicht werden sich ein paar Soldaten über den Geschmack beschweren, aber so sind unsere Truppen immer in bester Verfassung. Wenn ihr diesen Droiden seht, richtet ihm meinen Dank aus. So, nach der Logik hier müsste jetzt eigentlich der Letzte auch richtig jetzt sein. Na, nicht gegen die Wand laufen. So. Mal gucken. Das mache ich jetzt noch in der Folge zu Ende. Die ist zwar jetzt schon 14 Minuten oder so, aber ist mir jetzt egal, ich mache das jetzt zu Ende. Ich habe nämlich keinen Bock mehr. Ich will fertig werden. Ich gehe jetzt noch einmal zu Sana Ray. Das müsste jetzt eigentlich logischerweise auch richtig sein. Aber doch, jetzt habt ihr also mal das Richtige gesehen.
Ich kann es aber richtig in die Videobeschreibung tun, wenn ich es nicht vergesse. Commander, C2N2 hat uns Kissen gebracht und unsere Sitze gepolstert. Die Polsterung verringert Unbehagen und Ablenkung erheblich. Dankt ihm von uns. Ich packe mal, wenn ich dran denke, nochmal die richtige Reihenfolge in die Videobeschreibung. Also mit den Nummern her. Ich packe das mal mit den Nummern her, der Auswahl. Steht immer so 1, 2, 3, 4, 5 davor und sowas. So, jetzt gehen wir doch mal zum Druiden. Also wir haben alles richtig gemacht. Kann ich auch wieder abhaken auf meinem Zettel. Da habe ich einfach nur aufgeschrieben, was richtig war und was falsch war. Da habe ich 1, 2, 3, 4, 5. Ne, 1, 2, 3, 4 nur. Sind ja nur 4. Ich habe jetzt erst 5 aufgeschrieben. Warum auch immer. Aber ich dachte, ich muss vielleicht irgendwie in dem Raumschiff irgendwie die Sitze auspolstern. Deswegen habe ich damals ja das genommen. Ich weiß gar nicht, in welche Folge wir das angenommen hatten. Das war aber am Anfang der Folge. Na? Allianzmarkt und Cantina, ja. So, gehen wir wieder zurück zu C2N2. Herrin, wie wurden unsere Komfortverbesserungen aufgenommen? Es ist gut gelaufen. Alle sind erstaunlich zufrieden mit deiner Arbeit. Ich habe keine Zeit dafür. Meine Güte, Dankbarkeit. Diese Neuigkeit erfüllt mich wirklich mit Freude. Oh je, meine Fröhlichkeitsschaltkreise überladen sich. Es tut mir leid, aber ich muss weitere Stimulation vermeiden. Bitte entschuldigen Sie mich. Okay. Du bist geil. Danke, endlich. Was kriegen wir jetzt hier Schönes für? Verauflichtiger Komfort. Du hast in der Allianz Basis sofort dessen den Komfort optimiert und Freunde vorbereitet. Was gibt's hier nochmal? Oh, wir gibt sogar 20 Kartellmütze, wenn wir das mal das macht. Teilt. Shriek. Shriek wollte ich mir übrigens auch bald mal holen, aber ich habe noch nicht genug Vermächtnispunkte. Alter, das gibt's nie alles. Ich glaube für alle nochmal, für ihn natürlich nicht. Für alle nochmal für Sagenhafter. Oh yeah, Vermächtnislevel up. Wir sind jetzt wieder Sagenhafter, du hast Vermächtnisstufe 40 erreicht. Dann mach ich doch direkt mal hier sagenhafter. Sagenhaft da. Geil. Und jetzt beenden wir wirklich mal die Folge. In der nächsten Folge fangen wir dann an mit der nächsten Mission. Ich hoffe, die Folge hat euch erstmal gefallen. Wenn sie es hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Und ciao.